Ja, damit auch wieder recht herzlich willkommen zurück zu Fußballmatch 14. Mein Name ist Noi. Ja, willkommen zum absoluten Saisonfinale Road to WM, würde ich es mal stark so nennen. WM 2014 in Brasilien. Natürlich hier bei Fußballmatch hat diese WM noch nicht begonnen. Ich hoffe natürlich, ja, dass ich natürlich das Saisonfinale hier gut zu Ende bringe. Letztes Spiel haben wir gegen Bayern München 2-0 verloren, zu Hause sogar noch. Ja, und ich hoffe, dass ich bei der WM vielleicht einen Platz kriege. Also heißt, dass irgendeine Nationalmannschaft vielleicht doch nachfragt, ob ich Nationaltrainer werden will. Und vielleicht bei der richtigen Nationalmannschaft würde ich da natürlich auch ja sagen. Oh, wer ist denn hier gewechselt? Omar Arellano. Boah. Naja, passt schon. Aber natürlich erstmal müssen wir uns jetzt hier noch ein bisschen auf die letzten zwei Spiele konzentrieren. Ich denke mal, gegen Mainz wäre schon schön, wenn wir da noch gewinnen würden. So ein bisschen noch uns pushen für das DFB-Pokalfinale gegen Bayern München in Berlin. Weil man sieht hier, unsere Offensive ist nämlich gar nicht so gut drauf. Aber ich weiß aber nicht mehr, was ich so richtig dagegen machen soll. Alle nicht so gut gelaunt. Arslan, Moral gelb. Oh, er gewinnt 3 Punkte, das ist gut. René Adler hat mich letztes Spiel auch. Das wird alles 2 Tore waren von ihm. Alle beide 2 Tore. Ja, das war klar. Ist ja apropos. Mal gucken. Mensch, 22 ist der erst. Den hätte ich jetzt aber viel, viel älter eingeschätzt. Also. Oh, hat er bei uns gespielt? Aha. Also war er von bei uns in der Jugend, schätze ich mal. Ist dann zu Everton gegangen. Hat er da auch gespielt? 13 Spiele in der B-Mannschaft. Und jetzt 23 in der A-Mannschaft. 5 dieses Jahr. Ja, kann man ja mal angucken. Kann man ja mal beobachten, den jungen Kerl. So, jetzt gegen Mainz. Ihr seid stark. Na, da hoffen wir mal das Beste. Und trinken wir noch einen Schluck. Ah, durstig. Durstig. Na, da hat man schon eine gute Chance. Und eine Ecke danach. Enrique natürlich gleich mal der Gelbe. So war es, Kerl. Ein sehr munteres Spiel, nicht da. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll, weil wenn ich wieder zu viel klick, klack, kluck hier drauf drücke, da passiert vielleicht bloß wieder Scheiße. Wenn ich ja vielleicht nicht drücke, passiert vielleicht auch Scheiße. Gibt es denn vielleicht jemanden, den man hier Hollebas spielt hier? Hä? Da muss aber auch ganz neu da sein. Ja, ansonsten, was gibt es eigentlich so für neue Transfer? Es sieht, man kann ja vielleicht aber in Wirklichkeit über die Transfergerüchte reden. Da gibt es zum Beispiel angeblich Huntelaar, geht wohl höchstwahrscheinlich zu Liverpool. Aber ja, das sind alles so Gerüchte. Was gab es da noch so Schönes? Mandzukic wohl höchstwahrscheinlich zu Atletico Madrid. Dann, was habe ich noch gelesen? Khedira geht wohl, also gibt es wohl Gerüchte, dass er zu Arsenal geht oder Angebot von Arsenal hat. Toni Kroos höchstwahrscheinlich zu Barcelona oder Manchester United. Kann ich aber auch irgendwo ein bisschen verstehen, aber irgendwo nicht, weil wenn jemand bei, sag ich mal so, Real Madrid oder Bayern München spielt, dann spielt man ja eigentlich schon bei einer Top-Mannschaft. Und als Spieler will man doch eigentlich, meine Meinung, Titel holen. Und die Titel holt man doch halt bei solchen großen Mannschaften. Ich bin halt gut, man kann halt auch bei Dortmund zum Beispiel Pokale oder Meisterschaften erringen.
Aber ich kann halt nicht so ganz verstehen, warum geht man denn halt von einer Meistermannschaft zu einer anderen Meistermannschaft? Das ist so, weiß nicht. Ja, also was ich damit sagen will ist, wenn ich doch schon bei Real Madrid spiele, brauche ich ja nicht zu Arsenal London gehen oder von Bayern München zu Barcelona. Finde ich eigentlich relativ schwachsinnig, finde ich. Ich meine mal, ja. Ja, wenn man Real zu Arsenal geht, verschlechtert man sich doch. Außer natürlich, man spielt nicht bei Arsenal, bei Real halt wie. Oder der Trainer sagt, pass auf, ich plane nicht mehr mit dir. Dann sage ich mal so, gut, okay. Dann weiß ich damit, da weiß ich Bescheid. Halt, ja, ich wurde falsch gewechselt. Dann gehe ich halt woanders hin. Und ja, ich glaube, Arsenal ist jetzt echt kein schlechtes Team und so, aber. Ja, was denen eher fehlt, ist so ein richtiger Stürmer. Olivier Giroud ist zwar ein guter Typ, vielleicht, oder auch ein guter Spieler, aber halt nicht kein, ja, sag ich mal, zum Beispiel kein Mandzukic, kein Gonzalo Higuain oder kein Benzema oder kein Lewandowski, kein Ibrahimovic. Das sind so eigentlich meine Lieblingsstürmer, sage ich mal. Weil das sind alles richtige Brecher, richtige Stürmer und keine. Ich bin immer noch, ich mag auch Thomas Müller. Weil er das, was er spielt, spielt er in meinen Augen gut. Er sagt ja selber über sich, dass er so ein bisschen schlaksig ist und so. Sag ich mir so, da gehe ich mit. Aber ja, da kriegt es trotzdem hin. Oder wen ich zum Beispiel auch gut fand, Hulk. Also ihr seht das ja heute am Sonntag und ich nehme es gerade auf von in der Nacht zu, von Freitag zu Samstag und wir haben es 1.40 Uhr. Ja, jetzt werden sich vielleicht manche Ohren am Kopf greifen, was macht man da und diese Uhrzeit, ja man nimmt Let's Plays auf. Wollte halt bloß damit sagen, dass heute oder vorhin Brasilien gegen Kolumbien gespielt hat und ich finde diesen Hulk einfach richtig, richtig krass. Also so ein verfickt bulliger Typ. Und das im Fußball, das sieht eigentlich schon fast aus wie so ein kleiner Bodybuilder. Und ja, das als Stürmer ist schon echt fett. Könnte man sich ja auch mal interessieren für den hier, aber ja, ich weiß jetzt schon, dass es außer Reichweite, der ist einfach zu teuer für Hamburg oder für uns. Und jetzt habe ich das ganze Spiel hier eigentlich totgelabert und haben 1-0 gespielt. Nicht überragend, aber Dauerkarten für die nächste Saison sind bald erhältlich. Ja, da haben wir das letzte Spiel noch 1-0 gewonnen. Durch Leo, da hat er nochmal ein bisschen so einen kleinen Putschi gekriegt. Und wir sind 8. geworden. Noch an Stuttgart vorbei, Dortmund 10. Abgestiegen ist Mainz und Braunschweig. Alter Schwede, 3 Tore haben mir gefehlt. 3 Tore. Na gut, Nürnberg wäre trotzdem noch vorne gewesen. Okay, wenn sie aber 4 Tore geschossen hätten, sind sie 45. Ah, ich glaube. Ja, warte mal, wer ist denn abgestiegen? Braunschweig in Wirklichkeit. Und, ach ja, stimmt ja, Braunschweig in Wirklichkeit, Nürnberg in Wirklichkeit und Hamburg ging ja in die Relegation. Gut, dass Mainz abgestiegen ist, finde ich ein bisschen traurig. Jetzt hier bei uns hier, das ist echt schon ein Bo. Und Adler, bester Spieler. Das ist doch schon mal sehr gut. Also könnten wir vielleicht auch, Entschuldigung, für das letzte Spiel. Oh, na was sehen denn hier meine goldenen Augen? Japan, Ägypten oder Neuseeland. Achso, hier. Von denen ganz klar Japan. Haben eigentlich für mich eine gute Mannschaft. Makoto Hasebe spielt bei Nürnberg. Stimmt das? Ich weiß es nämlich gar nicht. Inui Koyota. Oh, wer haben wir denn hier? Tsukura. Gehalt 5 oder 25.000. Sakai, Kawashima, das stimmt. Dass der bei Lüttich spielt, hätte ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Ushida ist klar, Nakatomo. Kiseki Honda ist ganz klar. Und zwar werde ich hier unterschreiben bei Japan. Ich finde, die haben ein gutes Team. Das ist natürlich jetzt auch frech. Tatsuhimi Mukuhara. Wechselt zu Mainz. Ah, da wird sich bestimmt ärgern, dass sie abgestiegen sind.
Wie haben wir denn noch? Mike Havenor. Ja, das ist halt immer das Dumme, warum kann man nicht? Genau, wir machen erstmal Co-Trainer-Fragen und aussortieren tun wir am Ende. Aha, Sie haben damit Ihre 35 Spiele für das Turnier nominiert. Weitere Spieler können Sie nicht mehr mitnehmen und bis zum Turnierende auch keine Gespräche mit, was? Mehr mit bereits zurückgetretenen Spielern führen. Ich wüsste jetzt so gar nicht mehr, wer denn alles hier noch zurückgetreten ist. Bei Japan. Ligapreis. Liga. 11 Millionen Grabstöße, das ist gut. Das ist auch gut gewesen. Ein bisschen unzufrieden. Ja gut, ein bisschen unzufrieden geht ja immer noch. Aber jetzt möchte ich erstmal kurz hier zu Japan. Oh. Wir haben Bulgarien, Japan, Portugal und Südafrika. Also das ist echt eine Chance. Die ich doch echt wahrnehmen will. Jetzt machen wir erstmal kurz diesen hier. Und Keseka Honda hätte ich gerne eigentlich rechts gesehen. Und ihn hier offensiv. Inui. Lassen wir links spielen, das sehe ich auch so. Okazaki natürlich auch. Ansonsten muss ich jetzt echt mal sagen, ist gar nicht so eine schlechte Mannschaft. Kiyotake. Ushida, ja, ist okay. Hasebe, rechter Verteidiger. Ist okay. Hier haben wir zum Beispiel auch einen 18-Jährigen mit 70. Aber war das nicht von uns irgendwie ein Innenverteidiger? Ach, den haben wir schon rausgenommen. Oder? Nee, halt. Nee, doch, ist raus. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. 19 und 68. 1,6 Millionen wert, das ist ja auch krass eigentlich. Nakatomo hat gerade eine Vor von 6. Könnte sich ja vielleicht auch nochmal ändern. Auf jeden Fall nehmen wir erstmal hier den Torwart raus. Wer ist das eigentlich? Toyoshima. Yokohama. Alter, der Antritt, schnelle Möglichkeit ist ja hart. Aber dafür hier ein bisschen schlecht. Okay, Zweikampfgrätsche passt. 14 Spiele, die hat er erst diese Saison gemacht, oder wie? Na gut, 21. Ich denke mal, wir werden viel auf diesen hier bauen. Keseka Honda, Shinji Kagawa und Keseka Honda. Aufgaben. Spielerfähigkeit, hallo? Hier haben wir hier 0. Alle Aufgaben sortieren. Haben wir denn überhaupt, haben wir denn vielleicht gar keine Mitarbeiter oder wie? Hä? Hallo? Wir haben doch alles. Wo muss ich denn doch alles machen? Ecken? Yoshio Tayake. Das war mir eigentlich relativ klar. Das auch. Ja gut, wir machen lieber erstmal jetzt noch das Spiel gegen die Bayern, unser DFB-Pokal-Finale, und danach richte ich nochmal alles ein. Und dann, ja, geht's auf zur WM. Oh. Rangliste des Fußballs in Deutschland. In der Rangliste werden ausschließlich die Leistungen des abgelaufenen Halbjahres beurteilt. Maßgeblich sind die erbrachten Leistungen unter Berücksichtigung der Spielnoten. Ja, naja, okay. Zieler oder Adler auf Platz 3, sage ich jetzt mal so. Ist gar nicht mehr so schlecht. Wer ist denn Luca Caldirola? Ah, das sagt mir auch was. Okay, 23, gar nicht so schlecht. Aber von uns natürlich Kinder mit dabei. Dante wäre natürlich der Hammer. Auch wenn er schon so alt ist. Marcelo ist auch ziemlich groß. Außenbahn.
Oh, Lulic. Das ist gut. Dennis Augo, Platz 2. Thomas Müller in Außenbahn offensiv, also hier ist so rechts außen und sowas, ja. Würde mich natürlich auch freuen. Trimmitsch. Ach, Mensch, wenn er doch noch ein bisschen stärker wäre, der Kerl. Mensch, schade. Mittelfeld. Romelu, Platz 4. Ist okay. Hat auch ganz schön hier einen Stärkepunkt. Der könnte eigentlich auch mit zur WM fahren. Nicht im Team. Na, würde man vielleicht nochmal sehen. Offensiv. Karai. Ach, hier, das ist genau. Topal. 3 Tore hat er gemacht für Dortmund. Das ist nicht schlecht. Jens Hegeler. Okay. Ginter. Mhm. Mittelfeldzimmer. Stürmer. Leo weiter unten. Scheint mit im Team zu sein. Aber wir machen natürlich auch da weiter. Ich wollte eigentlich gerne unser Spiel gegen Bayern zeigen. Noch mit dem Video. Ach Mensch, am Ende geht es immer hier so viel auf immer. Zu wenig Spielpraxis, ja. Zu wenig Spielpraxis, keine Spielpraxis. Kopfspiel verbessert, viele Tore erzielt, keine Spielpraxis. Keine Spielpraxis, Kopfspiel verbessert, ein verlorenes Jahr, zu viel Ärger im Team, ja, ich denke, den werden wir loswerden müssen. Schlechtes Timing beim Kopfball, Kopfballspiel verbessert. Wie sieht es eigentlich aus bei Jonathan Tah? Nix, schade. Gut, dann machen wir weiter. 3 von 4, durchschnittliches Ergebnis, okay. Bayern Erster, wir sind 4 Punkte weiter runter. Ja. Passt ja. Heute zwar nicht weltbewegend, aber immerhin. Oh, also finde ich mal recht krass, wem die rausgehauen haben. Leverkusen, Schalke, Wolfsburg und Gladbach. Wir haben Bremen, Düsseldorf, Cottbus und Nürnberg gehabt. Also da sind die gerade schon eindeutig bei Bayern München. Yeah, DFB-Pokal. Yo. Tja, ich denke mal, da brauchen wir ja nicht mehr viel dazu sagen, oder? Ich nehme mal noch einen Shaqiri rein, vielleicht bringt das noch ein bisschen was. Und ansonsten, let's go. Jo. Die Sensation ist möglich, einfach mal. Bisschen. Oh, ich wollte. Also 2 Minuten haben wir schon ausgehalten. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, Ribéry. Du gemeiner Kerl. Was macht mir oh Angst, ey? Ribéry und Lewandowski zusammen. Huiuiui. Und Robben. Ah, gut, Robben gefällt mir sowieso nicht. Shaqiri. Gelbe Karte bekommen. Bayern drücken wie Sau. Oh, Romelu zweimal gut dabei. Oh, Ruhe bewahren. Immer ruhig erstmal bleiben. Wenn wir toben, das bringt uns auch nichts. Weil der Bayern hat 100 Punkte von Mannschaftsstärke mehr wie wir. Tor oder nicht Tor? Oh, fuck. Oh, Fehlentscheidung. Shaqiri 6,0. Dann nehmen wir uns gleich mal runter, weil das bringt nichts. Weiter geht's. Ja, bis jetzt halten wir uns gut, aber eigentlich wir drücken. Ja, wir lassen bis jetzt nur auf uns zukommen. Oh. Oh nein. Ach, Ribéry. Scheiß auf Ribéry. Fuck. Obwohl, Hut, Adler haben nicht gut zusammengespielt. Ja. So. Ach, wir hätten noch mal ein bisschen noch quatschen können. Ach, Scheiße. Ich sag mal so, ich habe ja vom DFB-Pokal-Finale jetzt sowieso nicht hier viel ausgerechnet.
Genau, wenn wir jetzt hier gewonnen hätten, hätte ich mich natürlich gefreut. Aber da wir ja auch schon ein paar Spiele vorher schon gegen die Bayern gespielt haben und schlecht gespielt haben und tja, wie soll ich sagen, das in den, ja, in den Spielen, das hat sich ja jetzt hier nicht auf immer geändert. Ich wollte mich halt eigentlich bloß noch ein Saisonfinale retten oder Saisonende, um dann nächstes Jahr mal wieder ein bisschen zu basteln am Verein. Und ja. Ja, unsere Mannschaft einfach mal ein bisschen effektiver zu machen, wie man das nämlich auch immer jetzt in letzter Zeit so sieht. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, der Knall ist nicht da. Ich hoffe, dass Leo vielleicht mal nach Eigentor oder Lulic. Ich finde, das ist bis jetzt der einzigste, der mir wirklich am besten mitgefallen hat. Lulic, Romelu. Und dann hört es eigentlich schon echt auf. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Wer euch bis, ja, gut gefallen hat, vielleicht im Verein. Wie ist nicht, von der Fahrt? Ich weiß es nicht, ey. Das ist echt so. Ich bin so zwiegespalten. Er ist bestimmt ein netter Kerl und. Ja. Aber bringt uns nichts. Ich bin mal die Meinung, fand ich auch nicht schlecht im vorletzten Video oder so. Aber man muss halt mal sehen, was ein Van der Vaart kostet. Im Gegensatz zu anderen Spielern, die, weißt du, wenn der Van der Vaart nicht spielt und sitzt noch auf der Bank, der kostet mich halt Millionen. Da könnte ich mir auch vielleicht einen gleichwertigen Spieler fast holen für die Hälfte des Gehalts. So. Blick noch ein bisschen rum, ja. Na gut. Schade. War schön. Ich finde, das hat man nicht alle Jahre, dass man hier DFB-Pokalfinale spielt. Und ja. So, da sage ich auch wieder Tschüss. Sehen uns beim nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Tschüss.